können jetzt hier unsichtbare Tastfunktionen, Tastfelder hinter hier so einer, hinter Stein, hinter Holz, hinter einer Trockenbaukonstruktion. Das wäre jetzt mal so eine Badstimmung einer elektrischen Katzenklappe. Hallo und herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zum Thema unsichtbare KNX-Taster. Wir haben ja bisher immer so viel über die Taster gesprochen, in den verschiedenen Preisklassen, in den verschiedenen, ich will es mal sagen, Qualitätskategorien. Und heute sprechen wir mal über diesen unsichtbaren Taster. In der ganzen Kategorie der unsichtbaren Taster ist es der einzige, muss ich sagen, am Markt. Also wenn man sich so den gesamten KNX-Tastermarkt anschaut, da sind die alle sichtbar. Das sind dann Taster, die man in die Wand macht, auf bestimmten Höhen. Haben wir euch alles schon gezeigt, verschiedene Preisklassen. Ich zeige euch jetzt gleich mal hier. Das ist die Verpackung und das ist der Enertex ProxyTouch. Ich finde ProxyTouch ein bisschen einen gewöhnungsbedürftigen Namen, weil Proxy, das ist so techie-mäßig. Ne? Das klingt so, ja, so IT-mäßig. Und das Ganze schaut dann so aus, ne? Der ProxyTouch. Also das müsst ihr euch mal so kann ich es euch mal zeigen. Das ist jetzt der unsichtbare Taster, der dann hinter die Wand kommt. Ne? Also der ist dann, hier vorne ist dann an dieser Stelle ist dann Holz, da können Fliesen sein, also das kann Keramik sein, das kann ganz unterschiedliches sein. Und der Aufbau des Materials, also Enertex selber, sagt jetzt, das kann 25 Meter dick sein, ne? Hier vorne. Jetzt die Frage, wozu würde ich diesen unsichtbaren Taster einsetzen? Da ist für mich ganz klar, Bad. Im Bad, in der Badewanne. Ich würde das also dort anbringen. Das kann neben diesen Armaturen sein. Und ich könnte es mir auch vorstellen, dass es in der Dusche ist. Die Duschen werden ja auch immer größer. Meistens ist dann eine Bank. Und dann kann man vielleicht unter der Dusche kann man dann Musik spielen. Weil ein normaler KNX-Taster oder ein normaler Taster wird nicht funktionieren. Das hier, das Ganze ist spritzwassergeschützt. Ich komme gleich noch zu den Funktionen. Was ich mir noch vorstellen kann, ist eine Katzenklappe, ne, die elektrisch dann auf und zu fährt. Also die Katze läuft auf die Klappe zu, sie geht auf und sie geht wieder zu. Das kann ich mir vorstellen, das können wir hier auch machen, wenn wir den dann so unten im Boden integrieren. Ne. Also das kann am Rande des Hauses sein, wo es unsichtbar ist, wo man jetzt als Mensch normalerweise nicht hinkommt. Die Klappe muss ja nicht groß sein. Und was ich ehrlich gesagt, wo ich wirklich den Einsatz noch ganz deutlich sehe, Paniktaster. Ein Paniktaster am Bett, gibt es auch einen Beitrag von uns, wo wir das mal zeigen, wie das ist, wenn man jetzt nachts Angst hat. Ne? Also die Mädels, die Damen unter euch, die vielleicht allein zu Hause sind, der Mann, der Partner ist unterwegs und es ist irgendwie ein Geräusch und dann drückt man dann drauf. Und den Paniktaster, den sieht man ja von außen nicht. Ne? Ich kann das jetzt in einem bestimmten Bereich am Bett, in der Wand, kann ich das integrieren. Das wäre für mich noch sowas. Und dann gibt es natürlich auch den Anwendungsbereich Geheimtaste. Ne? Es gibt ja einige von euch, die haben vielleicht einen kleinen Tresor. Den Tresor habe ich vielleicht jetzt nicht unbedingt im Keller, ne, sondern den Tresor habe ich jetzt irgendwo im Wohnbereich. Und da könnte man jetzt so, wie es manchmal in so Kriminalfilmen ist, ne, dann drückt man an eine Stelle, wo eigentlich gar nichts ist. Und dann öffnet sich elektromotorisch, schiebt sich ein Bild zur Seite und dann seht ihr dann so ein Tresor. Also das wären so meine Anwendungsbereiche. Muss ja nichts drin sein, ne? In dem Tresor. Wo ich jetzt so einen unsichtbaren Taster, einen unsichtbaren KNX-Taster sehen würde. Es gibt sicherlich noch viele, viele weitere Anwendungsbereiche, aber jetzt mal so erstmal so kurz zur Klärung. Jetzt kommt die Frage von euch, was kann denn eigentlich dieser Taster hier? Ich halte ihn nochmal so hoch, dass ihr ihn nochmal so sehen könnt. Was kann der? Also ich würde erstmal sagen, fast alles, was ein normaler Taster auch kann. Ich zeige euch jetzt keinen. Ihr kennt viele Beiträge von uns, wo wir über die ganze Palette von KNX-Tastern schon gesprochen haben, ihre Vorzüge, ihre Nachteile.
Das kann der auch alles, also das sind so Geschichten wie, ich kann hier eine Szene starten. Ich kann hier eine Schaltfunktion auslösen. Das kann eine Kombination aus Licht, aus Jalousien, aus, vielleicht spiele ich auch, starte ich eine Musik, starte ich meine Playlist, meinen Lieblingstitel, was auch immer. Das kann das alles sein. Oder es ist so, dass ich also hier Rollladen betätige. Also jetzt sind wir hier wieder im Bad. Da würde ich wahrscheinlich hier die Funktion Beleuchtung und da würde ich die Funktion Jalousien drauflegen. Also für die Leute, die jetzt die Technik wissen wollen, wir schauen uns gleich alles noch an, wie das im Hintergrund ist, wie man, welche Einstellmöglichkeiten es gibt. Und wer noch weitergehen will, der kennt ja unsere Programmierkurse. So, also Beleuchtung, Schalten, Dimmen, Jalousie, Hoch, Runter, Stopp, Umkehrung, Rollläden. Das kann man alles hier mit diesem unsichtbaren Taster tun. Und jetzt fragt ihr euch, welche Technik steckt dahinter? Also das Ganze ist kapazitiv. Kapazitiv heißt erstmal hier, dass ich da schon eine Berührung herstellen muss. Und also es funktioniert nicht, wenn ihr nur in der Nähe seid. Also das Ganze funktioniert ähnlich oder überhaupt funktioniert genauso wie kapazitiv. Ihr kennt das beim Smartphone, wenn man dann da auf dem Touchscreen sich bewegt. Ihr kennt das vielleicht auch beim Auto mit Keyless Go. Da muss ich ja dann auch den Griff anfassen. Ich weiß, es gibt verschiedene Technologien, aber es ist kapazitiv ausgelegt. Also wir haben jetzt hier die... Also das wäre jetzt hier die Gestik. Das wäre auch die Gestik. So, und dann haben wir noch die Einzelfunktion. Was man hier sieht, immer wenn hier geklickt wird, sieht man auch, wie die LEDs hier leuchten. Und ja, also wir haben jetzt hier ungefähr die Touchfelder auf einer Länge von knapp 20 cm. Ihr seht das hier, 20 cm und eine Höhe von ungefähr von 5 cm. Und wir haben drei Touchfelder. Also wir haben hier A, wir haben B und wir haben C. So, und der Doppelklick, das möchte ich euch nochmal zeigen. Das muss man wirklich ganz schnell machen. Also dieser zweite Ton signalisiert den Doppelklick. Also immer, das hört ihr immer dann, wenn der zweite Ton kommt. Wie das in der Wand drin wäre. Also jetzt habe ich hier mal so eine Holzplatte. Man muss also wirklich auch immer wissen, wo man klickt. Das Montagematerial dabei. Und natürlich auch hier ein Magnet, wo ich dann hier hinten, das kann ich übrigens auch im eingebauten Zustand machen, wenn ich da jetzt eine Fliese oder eine Trockenbaukonstruktion davor habe, da kann ich dann die physikalische Adresse programmieren. Also ich finde, das ist ziemlich cool gemacht und ja, schlichte Verpackung. Und dann, was auch noch interessant ist, da komme ich gleich noch dazu, der Kleber. Was der Enertex ProxyTouch noch hat, ist eine sogenannte, jetzt hätte ich fast gesagt Putzfrau-Funktion, Putzen-Funktion. Wenn ihr jetzt in dem Nassbereich im Bad oder in der Dusche putzt, dann wollt ihr nicht über die Sensoren Schaltfunktion auslösen. Und da gibt es eine Sperrfunktion. Und die ist jetzt an eine Uhrzeit gekoppelt, also dann ist quasi eine Zeit, da könnt ihr einstellen, 15 Minuten, 30 Minuten, können wir gleich nochmal sehen. Und dann passiert da hier nichts. Und da gibt es auch einen speziellen Ton, wenn ihr die Sperre eingestellt habt. Ganz, ganz wesentlich ist jetzt hier, dass hier kein Luftspalt ist. Wenn ihr das jetzt montiert, hier oben kommt dann das Holz oder die Fliese oder Keramik, was auch immer drauf. Das ist ja letztendlich auch hier eine kapazitive Messung. Und da will ich natürlich den Übergang so dicht und so verlustfrei wie möglich machen. Weil es funktioniert nur, wenn ihr hier richtig das berührt. Und umso dicker das Material, umso schlechter wird letztendlich die Übertragung. Und deshalb, also was man nicht machen sollte, ist jetzt hier mit dem Kleber hier draufkleben. Das ist genau nicht das, was sein soll, sondern das Ganze hier außen kommt der Kleber dran. Also das wird außen gehalten und wird dann so in die Wand oder in den Boden eingeklebt.
Man könnte es jetzt auch an einem Tisch ankleben. Jetzt beim Einbau noch zu beachten, also Enertech selber schreibt in seinen Unterlagen, dass man dieses spritzwassergeschützte Gehäuse jetzt keinem direkten Wasserstrahl aussetzen soll. Mein Tipp an euch, ich würde es ja sowieso so verkleben, dass es total wasserdicht ist. Also ich würde das überhaupt gar nicht anders machen. Und dann macht man außen drauf eine Fliese, falls man überhaupt noch sowas macht, so kleine Fliesen. Ne? Also ich würde eher großflächig, eher bündig, wie man das heute so macht, würde ich dann, also entweder ganz große Fliesen oder auch gar keine Fliesen, je nachdem, wie man das vom Geschmack her sich wünscht. Und dann würde ich so vorgehen, dass ich das wirklich, dass hier hinten, dass da gar kein Wasser rankommen kann. Also so würde ich das verbauen. Und hier sind, glaube ich, noch Bohrungen, wenn man das für Holz, wenn man das festschrauben will. Ich glaube, das habt ihr auch schon gesehen, dass hier Bohrungen dran sind. Genau, so. Also das war jetzt mal so von den ganzen Funktionen her, was dieser unsichtbare Taster kann, wo ich ihn einsetzen würde, wo ich ihn sehe. Und ich glaube, wir schauen jetzt einfach mal in die Parametrierung, Programmierung rein. Wir sind jetzt in der Produktdatenbank von unserer KNX ETS drin. Ihr seht jetzt hier, kann man die akustische Rückmeldung ein- und ausschalten. Das betrifft einerseits die Tastenfunktion und natürlich auch die Sperrfunktion. Also wenn ihr dann putzt, dass dann eigener Ton kommt, der signalisiert, die Tasten sind jetzt nicht aktiv. Dann lässt sich das Ganze noch in 3 Stufen einstellen. Ich empfehle euch, das wirklich auf laut einzustellen. Weil hinter der Wand, hinter Holz, hinter Keramik, hinter Stein, da hört man nicht mehr allzu viel. Dann dämmt dann doch schon ziemlich stark. Ich würde die Tastensperre auch auf 30 Minuten einstellen. Dann schauen wir mal hier die Tasten selber. Ich empfehle euch, die Wischgesten zu aktivieren. Also das ist jetzt, wie die Tasten belegt sind als Wischgesten. Dann haben wir hier von links nach rechts und von rechts nach links haben wir eine Schaltfunktion, die wir auslösen. Dann haben wir die Einzeltasten und wir haben noch den Doppelklick. Also das ist die maximale Möglichkeit, wo man hier den unsichtbaren Taster Enertech ausnutzen. Wir haben die Wischgesten nochmal hier, das seht ihr. Ich habe jetzt mal hier eine Szene aktiviert von links nach rechts und das Ganze nochmal auch von rechts nach links. Das ist eine Dimmfunktion, da könnte man jetzt Licht dimmen. Dann seht ihr auch nochmal hier die Taste, da könnten wir was schalten. Ne? Also die Tastfunktion, da könnten wir was schalten. Genauso können wir jetzt was dimmen, die Jalousie fahren. Und ihr seht auch nochmal hier die Wischgesten, den Doppelklick. Ne? Das hatte ich euch auch schon gezeigt. Da muss man ziemlich schnell jetzt den Doppelklick klicken. Und das jetzt für die 3 Sensoren A, B und C. So, wenn man das Ganze dann aktiviert hat, die Parameter oder die Funktion aktiviert hat, dann seht ihr auch hier schon mal die Kommunikationsobjekte, wo wir dann unsere Gruppenadressen hier hinten belegen. Wer das Ganze jetzt als noch für kompliziert hält, der schaut sich einfach mal unseren KNX-Videokurs an und dann ist alles klar. Also ihr seht jetzt hier, haben wir eine Szene an diesem Ausgang. Aus dem Ausgang, also der Ausgang 28 ist die Szene, 32 haben wir diese Dimmfunktion, ne, das haben wir ja vorher schon auch festgelegt. Und wir haben natürlich dann auch hier die Wischgeste B, Doppelklick, genauso A und C. Ich möchte an dieser Stelle vielleicht mal ein Fazit geben. Hier spielt Ästhetik und Design keine Rolle, weil wir sehen ihn gar nicht. Ne? Sonst haben wir immer darüber gesprochen, wie ist die Materialanmutung, wie ist das Klickgeräusch, wie ist die Haptik, ne? wie sieht das Ganze aus, wie sieht es nach 10 Jahren aus. Hier ist einfach so, der Enertech Proxy Touch für das Bad, für den Duschbereich, für die Katzenklappe, für die Geheime, für die Öffnung des geheimen Tresors, wo vielleicht ein Bild an der Wand hängt, mit einer altehrwürdigen Persönlichkeit, dann kann man an einer bestimmten Stelle, die jetzt nicht unbedingt so zugänglich ist, kann man mit diesem Taster, kann man Funktionen auslösen, die keiner vermutet, die auch keiner so sieht. Ne? Oder ich habe auch noch, also das ist das, was ich jetzt auch so sehe, der Paniktaster. Also da kann man ja auch,
Da müsste man allerdings natürlich den Ton ausschalten. Den Paniktaster kann man ja auch so machen, dass ich den in Bereichen habe, ne, dass die Bewohner wissen das. Wenn ich da ganz flächig jetzt da drauf die Hand auflege, dass dann stiller Alarm ausgelöst wird. Ne, das wäre auch nur eine Möglichkeit. Das ist jetzt, wenn, gehen wir so in den Bereich mit Kidnapping, also wo ja, also ich glaube, das wollen wir jetzt nicht weiter ausführen in dem Bereich, aber da sehe ich einfach die Anwendung von diesen unsichtbaren Taster. Ne? Und was man auch noch sagen muss, ist, der Proxy Touch ist made in Germany, ne? Also kommt aus Bayern, kommt aus Forchheim, und man muss es auch immer wieder sagen, weil ich finde, gerade im Bereich Haustechnik, Gebäudesystemtechnik, alles, was das Thema Smart Home mit KNX anbelangt, da sind wir mit Made in Germany, sind wir immer noch sehr gut unterwegs. Es gibt natürlich auch ein paar Ausnahmen, aber viele gute Sachen kommen aus Deutschland. Und ihr fragt jetzt zum Beispiel mich noch, wo liegt der Preis hier bei diesem Proxy Touch? Dann würde ich sagen, so 250 Euro, also brutto, inklusive Steuer in Deutschland. Den Preis für Österreich und für die Schweiz habe ich jetzt nicht. Aus meiner Sicht ein sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis und eine gute Verarbeitung. Also hier, also das macht einen sehr guten Eindruck. Und Anwendungsbereich ist klar. Und was noch wesentlich ist, wenn ihr zum Beispiel jetzt im Neubau unterwegs seid, dann müsst ihr während des Innenausbaus müsst ihr einfach darauf achten, dass der hier nicht flächig verklebt wird. Also ich würde dann auf jeden Fall, wenn der Elektriker oder dann der Heizungsbauer, der Sanitärspezialist soweit ist, dann würde ich das gemeinsam mit denen besprechen, wie das einzubauen ist. Also da würde ich genau hinschauen, und das muss auch an der richtigen Stelle eingebaut werden. Ihr könnt das natürlich später noch ertasten, wo das ungefähr an welcher Stelle ist, aber es ist halt dann mühsam. Und ich würde auch gucken, dass das Kabel gleich mit so verlegt ist, dass man da nicht mehr ran muss. Also wenn man das wirklich im wasserdichten Bereich macht und man hat große Fliesen jetzt, also großflächige Fliesen, wenn das so ist, oder man hat eine Trockenbaukonstruktion und hat darauf eine wasserdichte Konstruktion drauf und das steckt da, Ganze steckt dahinter. Also dann würde ich so weit gehen, dass ich das alles perfekt verbauen lasse. Weil gibt ja einige, die von euch jetzt sagen, ja, brauche ich da nicht eine Revisionsklappe, wie man es beim Technikschacht hat oder sowas. Also müsst ihr euch überlegen. Also ich würde zufrieden sein, wenn der Taster komplett unsichtbar, völlig verklebt oder also gescheit verklebt ist und verbaut ist. Also das wäre meine Lösung. Und wir haben das auch mal getestet hier mit verschiedenen Wanddicken. Es funktioniert einwandfrei, also so ab 30 mm Dicke, da wird die Erkennung dann schon, gerade dieser Doppelklick hier. Ne? So, jetzt haben wir genug geklickt. Wenn das Ganze euch Spaß gemacht hat, dann freue ich mich auf einen Daumen. Falls ihr uns noch nicht abonniert habt, abonniert uns. Wenn ihr euch mit dem Thema hier mit dem Thema KNX-Programmierung noch nicht so sicher seid, schaut euch mal unseren Videokurs an. Also ihr habt ja ein bisschen gesehen, so hinten die Parametrierung. Wir zeigen euch da immer mehr. Aber wenn man das wirklich ganz, ganz schnell von 0 auf 100 lernen will, ist unser Kurs der beste Weg, um hier quasi auf unserem Level mit einzusteigen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Heute ein Beitrag, wo wir wieder unten quasi am Produkt selber waren. Wir haben ja immer verschiedene Flughöhen. Ihr kennt uns ja schon. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.